Wie macht sich der Trainerwechsel bei 1860 bemerkbar? Ja, jetzt sind wir alle zusammen noch wieder, alle nationalen Spieler dabei, sind wir jetzt ja 20 Spieler noch. Wir könnten auch heute und gestern viele Spielformen machen, 11 gegen 11 spielen. Ja, und da glaube ich, ist gut. Er hat auch alle, jeden Spieler gesehen und ja, der muss jetzt Entscheidung treffen. Was macht Benno Müllmann anders als Thorsten Frühling? Na, ich glaube, anders oder nicht anders, er möchte auch, ja, wie alle, diese drei Punkte Montag haben, weil es sehr wichtig, weil für ihn ist auch eine wichtige Situation jetzt. Und er hat auch viel Erfahrung, das ist eine Sache, wir brauchen das, weil eine junge Mannschaft haben und er hat viel Erfahrung, viel erlebt in der zweiten Bundesliga und das ist auch gut für uns. Ihr seid auf Tabellenplatz 17. Ist euch bewusst, in welcher Situation ihr steckt? Ja, glaube ich, ja. Für mich persönlich ja, weil letztes Jahr waren wir viel da unten und jetzt ist noch wieder und für mich ja und ich glaube für viele Spieler auch und auch für die Trainer auch. Er weiß, wo wir stehen, aber er weiß, dass wir haben auch Qualität und wir können auch gewinnen. Seid ihr besser als Platz 17? Das können wir viel reden und viel Diskussion haben, aber ja oder nicht, aber letztendlich, was es zählt, ist die Punkte und wir stehen da unten und wir haben nicht gewonnen und das ist, was es zählt. Viele andere Vereine vielleicht spielen nicht so gut Fußball oder weiß ich nicht, aber sie haben die Punkte und das am Ende zählt. Am Montag kommt der Karlsruhe SC in die Allianz Arena. Was kommt auf euch zu? Ja, ich glaube, es ist auch eine Mannschaft, die nicht gut angefangen ist wie uns. Auch letztes Jahr waren sie sehr gut und ja, haben einige Spieler verloren und jetzt haben sie nicht, die sind nicht so gut drauf. Aber es wird eine gute Spiel, weil wir haben auch neue Trainer und glaube ich, es wird spannend. Danke dir. Danke.